Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs. In der letzten Folge haben wir uns hier in Rossi Fremont eingehackt, sind hier reingelatscht, alles umgeballert, haben die Daten runtergeladen von IREC und sind jetzt hier wieder am Entkommen, sag ich mal. Du willst meine Familie ficken, hä? Huh? In mein Haus einbrechen? Mir einen Scheiß klauen, hä? Huh? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Nerviger kleiner ein Penner bist du. König in einer winzigen Burg. Oder so, genau. Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Fick dich! Wir sind jetzt und... Ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Was ist das denn für ein Mädchen? Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, sind sie die Nächsten. Hast du graue Kinder? Brüder und Schwester? Du fängst meine, ich fäng deine. Fotze! So ein ekliger Typ. Es wird niemand herkommen, um den traurigen Arsch zu retten. Dein Scharfschütze ist raus! Oh. Der nervt. Ich will hier weg, vor allen Dingen. Bring den Scheißkerl um! Man legt uns einfach alle um! Ah! Verdammt, er ist angeschossen! Kommt die denn her? Er hat eine Granate geworfen? Fang nie Krieg mit einem Soldaten an! Du denkst, wir sind Freunde? Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mal los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Ah, die Nerven. Dann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. So was hast du noch nie gesehen. Nein, wie ich das hasse. Verdammter Mist. Diese großen, dicken Gegner sind immer echt fies, wenn man die direkt, wenn man denen direkt gegenübersteht. Da hat man kaum noch irgendwie eine Chance. Oh, haben das jetzt alles nochmal. Ich bin gleich wieder da. Hallo, und da bin ich wieder zurück. Das war nur ein ganz kurzer Cut, weil die Post gerade kam. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Und dann musste ich natürlich an die Tür gehen. Und ich habe jetzt hier die Stelle mal kurz schon mal laufen lassen, damit wir das nicht alles doppelt immer im Video haben. Und hab hier gleich mal ein paar Bomben hingepackt. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Ja. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Schade, du vor allen Dingen gleich. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Wird nicht viel von dir übrig bleiben, was du begraben hast. Es kommt dann natürlich dort lang. Lauf, 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 lauf. Danke. Scheiße. Okay. Das gibt's doch nicht, der steht immer noch. Meine Fresse. Wenn das jetzt wieder alles wiederholt wird, dann mache ich hier gleich nochmal einen Cut. Nicht wundern. Bis gleich. Hallöchen, da bin ich wieder zurück. Blabla. Ihr habt's ja, ihr wisst's ja inzwischen, ne? Und den werden wir jetzt mal so gut wie möglich hier auseinander
Klamüse an den Typen. Und zwar mit der Bombe als nächstes. Das war Irek. Naja, schade. Schade für ihn. Habe ich mich jetzt selber umgebracht? Nee, es geht anscheinend noch. Patsch! Irek beschützte einen Haufen Erpressermaterial. Aber er wollte noch mehr. Er wollte das Video aus dem Mello. Er hat es nie gefunden. Die Viceroys werden sich neu formieren. Ein neuer Anführer wird kommen. Und Bedbug? Er hat die Chance auszusteigen. Hoffentlich ergreift er sie. Ja, das wird er vermutlich nicht, weil er nicht der hellste ist, aber mal gucken. Was ist mit unserem Scharfschützen, mit Jordi? Tot? Abgeschlossen mit allen Mitteln, nötigen Mitteln. Noch ein paar Erfahrungspunkte bekommen und ein bisschen Zeug hier, ein bisschen Zeug da. Du machst eine Menge Lärm, aber machst du denn auch Fortschritte? Ich weiß, was ich tue. Du musst mich nicht überwachen. Das glaube ich doch. Als Team waren wir immer stärker, das weißt du. Keine Schwäche, das zuzugeben. Mal ehrlich. Ohne mich hättest du die Daten nicht. Und du hast sie, oder? Ja, ich hab alles. Ich will Nikki. Mein Gott, es war richtig, dich zu involvieren. Siehst du, wir waren das. Jetzt bring sie mir. Direkt. Keinem anderen. Huh. Wir haben also die Daten. Moment, mal kurz auf die Karte lunschen. Dann zum Bunker zurück. Machen wir das doch. Hey, freudiges Rumgeruckel geht wieder los. Hat also das Reparieren oder in der Config Umgeschreibe einen Scheißdreck gebracht. Letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Viele bieten sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. Naja. Naja. Ja, es ist bestimmt ein bisschen Missmut entstanden unter den Leuten, die zuschauen, dass ich das letzte Mal so gewettert habe gegen das Spiel. Ich spiele es schon gerne und es ist ein cooles Setting. Die Geschichte ist okay, sag ich mal. Ja, so eine Familienkiste geht schon immer ganz gut, aber jetzt nicht Berauschendes, aber das hier, das geht halt gar nicht. Es ruckelt hier von einem Framechen zum anderen, nur weil ich über eine Brücke fahre. Was soll das? Warum macht man sowas? Warum kriegen die das nicht auf die Reihe? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei, keine Ahnung, GTA dann auf dem PC genauso wird. Ich denke, die haben das viel besser gelöst. Die Welt ist ja nun mal dann dort doch ein Ticken größer. Aber naja, es ist schade, dass Ubisoft das so ein bisschen in Sand gesetzt hat, dieses Spiel, finde ich. Mit Problemen, die am Start waren, dass die Server waren zum Beispiel offline oder halt nicht zugreifbar, da konnte man wieder nicht spielen, das übliche Problem mit DRM-Scheiß. Da hat sich übrigens jetzt irgendein Präsident oder so von Ubisoft zu geäußert, dass er es absolut dumm findet, dass Leute, die sich Watch Dogs oder irgendein anderes Spiel hier über irgendwelche illegalen Download-Seiten besorgen, halt spielen können ohne Probleme. Und Leute, die Geld dafür ausgeben, die es kaufen, die können es halt nicht spielen, weil die Server nicht da sind oder so. Und das stimmt, damit hat er recht, der gute Mann. Und
Das ist auch bestimmt ein großes Problem, was oft mal aufgetreten ist. Eine große Frage, und ich glaube, Ubisoft wird dann hoffentlich jetzt einsehen, dass sie diese unnötigen DRM-Maßnahmen rausnehmen. Keine Ahnung, die haben es entweder, die Spielentwickler haben es noch nie begriffen oder so. Die hier Dings, Piraterie an Computerspielen und so, wird es immer geben. Da können die noch so starke DRM-Maßnahmen machen. Irgendjemand wird es knacken können. Und dann landet das Ding im Netz und dann ist es, ja. Warum dann für so ein Zeug dann Geld ausgeben und die Käufer hier ja, vor den Kopf stoßen, dass die es halt nicht spielen können, sondern alle, die es illegal runtergeladen haben, können es spielen. Das ist paradox, wie ich finde. Und vielleicht sehen sie es ja jetzt endlich mal ein, dass es Quatsch ist. Dann sollen sie lieber so gute Spiele machen, dass man es kaufen möchte. Oder man muss es halt wirklich so machen, durch irgendwelche Sachen, dass man, wenn man sich das Spiel kauft, dann wirklich auch einen Vorteil hat gegenüber denen, die sich es irgendwie nicht kaufen, sondern einfach so runterladen. Also dass so gewisse Features dann drin sind, die wirklich dann nur online gehen, aber die auch richtig Spaß machen, aber natürlich auch halt ohne DRM. Okay, legen wir los. Okay. Siehst du das? Nette Arbeit. Das ist so viel, Aiden. Aha. Ja, wir müssen das nur durchsuchen und deinen Namen finden. Tja, nun, du hast Glück, weil in dem Chaos sind massenweise Namen. Und jeder Einzelne hat Dreck am Stecken. Dreckige Korps, der Club, gierige Mogule, sogar stadtbekannte Gutmenschen. Irek wollte die ganze Stadt erpressen. Was ist das? Auch vom Server? Ach, Teufel! Da hackt sich einer rein! Wir werden alles verlieren! Halt ihn auf! Jetzt! Was machen wir? Das Signal zurückverfolgen. Wenn wir die Quelle finden, können wir seinen Zugang abschalten. Beeilung! Oh oh. Ey, nerv nie. Das war ein DeadSec-Symbol übrigens, denke ich mal. Hier wird hier gerade irgendjemand, irgendein Trottel, sich versuchen mit uns anzulegen. Achso, das geht, das ist sowieso immer durchgeschaltet, das hätten sie also weglassen können. Nerv. Es werden immer mehr DeadSec-Symbole. Denke ich mal. Ich kann ihn nicht blocken. Mann, ist nervig. Oh, macht's nie besser. Nerv. Er deaktiviert unser Schutzprogramm. Aber wenn ich tippen müsste, sieht es nach Default Handschrift aus. Der schäbige Hacker lässt sich anhäufen. Default. Ich dachte, wir wären sicher. Doch, aber dieser kleine. Dieses kleine Kitty, was sie uns da irgendwo mal vorgestellt haben. Also, hier. Na, mir fällt's nicht ein, Clara hat. Wer ist der? Das ist der. Default. Ja, dann muss er sterben, egal wie alt er ist. Meine Fresse. Clara, wer ist das? Er scheint dich zu kennen. Je sais pas, je... Ich weiß nicht. Play me. Ich spiel's ab. War gar nicht schwer, sie zu finden. Zwei Männer. Einer ein Hacker, der andere ein Fixer. Wenn ich mich nicht irre. Hab vorher nie von denen gehört. Ich kann das erklären. Ich wollte es dir sagen. Gute Arbeit. Die Namen bitte. Haben Sie vor, Ihnen was anzutun? Wann hat Sie das je interessiert? Ich bin sicher, die Summe ist zufriedenstellend. Damien Brinks und Aiden Pierce. Aiden? Da klopft einer an. Clara. Aiden, er versucht uns den Scheiß zu löschen.
Wir müssen ihn schleunigst rausschmeißen. Aiden, komm schon! Tiefschuss hochziehen, ich dreh den Saft ab! Aiden. Wer war das? Wer hat das befohlen? Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, das schwöre ich. Es tut mir so leid. Geh mir aus den Augen. Kannst du es finden? Ja, bin schon dran. Diese Mist. Komm schon, Mann. Mach hin. Mist. Wo willst du hin? Der Scheißkerl hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat alles kopiert, was wir hatten, und von unserem System gelöscht. Er weiß genau, wie er uns abschalten kann. Ich muss den Backup-Tower rebooten. Ohne den, kein Default. Kein Default, keine Daten. Ich gehe. Nein. Ich gehe. Ich mach mir gern mal die Hände schmutzig. Weißt du was, Aiden? Du wirst wohl Damien noch eine Weile hinhalten müssen. Mit dem komme ich schon klar. Ich ruf dich an, wenn ich fertig bin. Viel Glück, Amigo. Red Boy hat einen Fehler gemacht. Ah ja. Akt 4. Was auch immer, Mission beendet. Da haben sie uns wohl auch mal im Arsch getreten. Und wie sich die ganze Sache weiterentwickelt, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Er geht mir mächtig auf den Sack. Aber jetzt muss ich Damien hinhalten.